Moin und herzlich willkommen zur 633. Rohstoff-Tagesausgabe der Formationstrader am Mittwoch, dem 16. Oktober 2013. Und oh Wunder, die Amerikaner gehen nicht pleite, denn die Demokraten und Republikaner haben sich auf einen neuen Haushalt, also noch mehr Schulden, einigen können. Was lehrt uns das? Der Amerikaner braucht das Happy End. Kurz vor knapp, gucken sich die ganzen Hollywood-Filme an. Ich wette mit Ihnen, die Unterhändler der Demokraten und Republikaner saßen die letzten 7 Tage irgendwo, wahrscheinlich im Oval Office, hatten sich schon längst geeinigt und haben gepokert. Und irgendwann hat meiner gesagt, ey Jungs, ich habe keinen Bock mehr auf Chinese Food. Und pokern, können wir nicht mal rausgehen und sagen, dass wir uns einig sind? Und die anderen, nee, bist du verrückt? Kannst du doch nicht bringen, das sind noch 3,5 Tage. Und heute war es dann wohl so, dass irgendeiner gesagt hat, oh Jungs, noch 12 Stunden, letzte Runde. Und dann werden die Karten eingesagt. Und dann geht's raus, verkünden, dass wir uns einig sind. Wir schauen auf die Rohstoffliste. Palladium führt die Liste mit plus 1,66% an. Wir gehen heute an die untere Begrenzung dieser Dreiecksformation über den Stundenchart ran. Und dann entwickelt der Markt Stärke. Platin plus 1,1%, Silber plus 0,6%, Gold plus 0,4%, nachdem wir dann in den letzten Handelsstunden vor Tagesschlusskurs ein bisschen noch Schwäche gesehen hatten. Unter Druck gerät heute lediglich Natural Gas. Beginnen wollen wir diese Ausgabe mit dem Goldpreis. Wir haben gesagt, dass wir hier diese bullisch aufgelöste, bullische Trendumkehrformation über den 4-Stunden-Chart auf der bullischen Seite getradet haben. Der Markt kämpft hier gerade mit einer horizontalen Marke. Sie kennen das. Wenn Sie unsere Ausgaben schauen, ich bin ja ein großer Freund, in Anführungszeichen, ein Verfechter, dass solche Keilformationen nicht selten nochmal eine horizontale Marke durchbrechen müssen. Bevor es richtig dynamisch wird, muss es nicht. Kann es aber. In diesem Falle waren wir zwar oben drüber, aber der Markt schafft es nicht, den Schlusskurs drüber zu generieren. Auch nicht hier per Schlusskurs. Ich will es eigentlich gar nicht dorthin platzieren, aber hier in diesem Bereich gibt es auch noch eine horizontale Marke. Da kriegen wir keinen Schlusskurs hier in diesem Bereich. Der Markt kommt wieder zurück, findet wiederum Unterstützung dort, wo schon mal Widerstand gewesen ist, nämlich im Bereich der 1272. Kleinere Unterstützungszone. Jetzt machen wir nämlich eine kleine Range. Und wenn der Markt diese Range bullisch auflösen sollte, dann geht das in Richtung 1300, 1310. Wenn wir das Ganze bärisch auflösen sollten, dann haben die Bären es schwer, denn wir haben hier sehr, sehr viel Unterstützung für die Bullen mit diesen Linien, die wir hier auf der bullischen Seite bullisch aufgelöst haben. Die K&D-Linie umschlingen sich um die 70er-Marke. Das Momentum zeigt wieder nach oben, ist mehr bullisch, als dass es bärisch ist, allerdings über die kleinere Zeiteinheit. Wenn wir uns das Ganze auf Tageschartbasis anschauen, also Sie sehen hier diese langen Schatten, die alle so an die 12,90 laufen. Hier noch Unterstützung gewesen, abverkauft worden. Das ist also die potenzielle Widerstandszone. Wenn wir hier drüber gehen, per Tagesschlusskurs drüber schließen, dann haben wir Potenzial sogar für eine größere Bewegung. Man muss sich aber darüber im Klaren sein, dass wir hier in die 20er, 100er und 50-Tage-Linie reintraden würden. Dann hätte der Markt Potenzial in Richtung 13,50 zu laufen. Da ist diese ehemals trendunterstützende und jetzt trendbegrenzende Linie. Wir traden das so, dass wir hier in dieser Zone das Risiko aus dem Trade rausnehmen und dann gucken wir, kriegen wir noch einen dazu oder nicht. Ich versuche immer wieder zu sagen, es geht beim Trade nicht darum, dass man den Spatz in der Hand hält, sondern dass man immer wieder versucht, die Taube auf dem Dach zu kriegen, ohne den Spatz zu verlieren. Das heißt, den Spatz teilen, die eine Hälfte vielleicht schon mal essen, die andere Hälfte in die Tasche stecken und dann geht's aber die Häuserwand hoch und vielleicht wartet ja da oben, wie ich immer so schön sage, das klingt ein bisschen arrogant, nicht wie ich immer so schön sage, sondern wie ich es zu sagen pflege, wartet vielleicht ein Flugsaurier auf uns. Insofern, wir werden, falls der Markt nach oben läuft, Teilgewinne realisieren und dann gucken, ob der Markt tatsächlich Potenzial hat, eine übergeordnete bullische Bewegung an diese größere Widerstandszone im Bereich der 14,20, 14,40 zu laufen. Wenn der Markt, was im Moment unwahrscheinlicher ist, aber damit müssen wir uns immer wieder beschäftigen, diesen Schatten hier im Bereich der 12,50 bärisch auflösen sollte, dann ist die Unterstützung 1200, 1180 aktiviert worden über den Wochenchart. Hier aufsteigende Trendlinie. Sie sehen noch einen Glint davon sozusagen, dass hier noch eine aufsteigende Trendlinie ist und eine horizontale Marke. Auf Stundenchartbasis Widerstand, Widerstand, Widerstand. Da sind wir gerade dran und verstärkt also nochmal diese Widerstandszone 1285 bis 1290. Sieht immer noch mehr bullisch aus, als dass es bärisch aussieht. Bei Silber wiederum haben wir heute nach dem Hammer aller Voraussicht nach einen höheren Schlusskurs, aber kein höheres Hoch. Wir sind exakt an dieser Trendlinie dran. Wir haben sie berührt, machen einen Bounce, kommen jetzt nochmal ran und machen sogar ein tieferes Tief an dieser Trendlinie und mit Unterstützung der 2050 kommen wir zurück. Die Frage ist, schaffen es die Bullen, sich von dieser Trendlinie zu lösen oder nicht? Und vor allen Dingen, ob sie es schaffen, über diese gleitenden Durchschnitte und damit über die 22 in etwa 60 drüber zu gehen und dann hat der Markt Potenzial für eine bullische Bewegung. 22,50, 22,60, wenn sich das Ganze hier
einmal auf Stundenchartbasis anschauen. Wenn Sie so wollen, haben wir hier so eine Drei-Klassen-Gesellschaft. Wir haben hier die untere Begrenzung 20,50 mit dem Schatten 20,60 per Stundenschlusskurs und hier obere Begrenzung 21,50 und die mittlere Begrenzung geht dann bis an die genau 22 Dollar und die höchste Begrenzung an die 22,50. So, wenn wir also diese Zone, diese horizontalen Zonen, das alles hinter uns lassen sollten, dann hat der Markt Potenzial für eine bullische Bewegung und dann kann es aus diesem Dreieck raus wieder in Richtung der 200-Tage-Linie und das wäre dann auch die horizontale Marke 24,50 gehen. Im Moment sieht es mehr so aus, als könnte der Markt die Bewegung an die obere Begrenzung des Dreiecks machen. Und dann werden wir gucken, ob er denn diese obere Begrenzung auch schafft, bullisch aufzulösen in Richtung der 200-Tage-Linie zu laufen. Es muss aber auch bitte ganz eindeutig gesagt werden, dass hier in diesem Bereich, dieser horizontalen Marke, wo die 200-Tage-Linie läuft, eine wichtige horizontale Marke auch über den Wochenchart läuft und dass wir hier auf viel, viel Widerstand stoßen werden. Wir müssen gucken, ob wir diesen Widerstand aus dem Weg räumen. Ich bin im Moment nicht bullisch genug, als dass ich jetzt sagen würde, Leute, ich sehe es im Chart, dass wenn wir hier dieses Dreieck bullisch auflösen, dann ist die Rallye los. Dann laufen wir an die 26,90 und darüber hinaus. Das steht hier noch eindeutig nicht im Chart geschrieben und darauf werden wir auf jeden Fall die nächsten Tage und Wochen warten müssen. Denken Sie daran, dass diejenigen aktiven Händler, die immer wieder an ihr Risiko denken, die immer wieder schauen, ob sich das Risiko lohnt, was sie gerade eingehen, die sich selbst reflektieren und vor allen Dingen das Ganze absichern, indem sie einen Stop-Loss benutzen, deutlich erfolgreicher sind als diejenigen, die ohne Risikobewusstsein und ohne Stop-Loss traden. Bitte traden Sie mit einem Stop-Loss. Haben Sie besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit, wenn Sie mögen. Das nächste Update zu den Rohstoffen gibt es selbstverständlich morgen wieder. Silvius für Sie da mit einer neuen Ausgabe zu den US-amerikanischen Indizes. Und wir haben selbstverständlich eine Ausgabe zu den Forexes für Sie. Sie bleiben hoffentlich alle gesund. Und wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formationstradern doch bitte gewogen. Mein Name ist Hamed Esnachari alias Wolke Pick.